Guten Morgen. Heute möchte ich euch mal gerne zeigen, wie man einen Spritzlappen oder man nennt es auch Schmutzfänger an einen Pkw-Anhänger anbauen kann. Das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe mir da einfach mal zwei gekauft. Und die beiden, die möchte ich heute anbringen an die Schutzbleche von meinem Pkw-Anhänger. Ich habe einen ganz alten, der ist schon über 30 Jahre alt. Das ist so ein alter DDR-Anhänger. Größtenteils noch aus Holz und mit einem alten Stahlgestell. Und da kann man auch sehr viel selber machen. Ja, ich habe mir immer gedacht, das Ding saut mir immer die ganzen Lampen ein hinten, wenn ich mal durch Regenwetter fahre. Und das muss ja nicht sein. Jedes Mal bin ich am Sauber machen und die Nässe ist ja auch nicht gut für die ganze Technik. Also habe ich mir die Schmutzfänger gekauft und werde sie heute anbauen. Und wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt. Thank you.
So, also wie man sieht, ist es ganz einfach. Man braucht einfach nur einen Körner, beim Schutzblech ein paar Löcher reinbohren. In meinem Fall habe ich das mit einem 6er Bohrer gemacht, weil ich M8er Schrauben habe. Dazu braucht man dann einfach einen 10er Maulschlüssel, sich die passenden Schrauben gekauft, einfach angeschraubt und das war's. Das waren gerade mal keine 5 Minuten Arbeit. Das war die eine Seite, jetzt mache ich noch die andere Seite und das war's. Einfach. Mehr als einfach. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, man kann mir auch gerne mal was schreiben. Würde ich mich drüber freuen. Also bis dann. Tschüss.